So. Ich glaube, ich stelle mich einfach mal selbst vor. Mein Name ist Sebastian Nerz, ich bin Landesvorsitzender in Baden-Württemberg. Ich habe gedacht, wir probieren es heute mal ein bisschen traditioneller. Anzug, Krawatte, 2-Stunden-Rede. Und wenn alle eingeschlafen sind, ich weiß nicht, nehme ich euch die Geldbeutel weg oder so. Ah, verdammt. Das ist schwierig dann. Ja gut, da muss ich mir was anderes überlegen, aber irgendwas fällt mir dann schon noch ein. Würde ich ja gerne machen, aber das wollte Seko ja schon machen und ich möchte ihm hier sein Landesverband nicht wegnehmen. Zuerst einmal eigentlich herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Treffen. Piratentreffen sind was sehr Schönes, die machen Spaß. Man trifft ausnahmsweise mal eine ganze Menge Leute mit einer vernünftigen politischen Einstellung. Das ist heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich. Von daher, schön hier zu sein. In Baden-Württemberg wissen Sie es schon, wenn man bei mir zwischendurch klatscht, meine Rede wird deshalb nicht kürzer. Ich höre nicht einfach auf. Also. Bedanken will ich mich aber nicht nur für die Einladung. Und das ist mir jetzt persönlich sehr wichtig. Es sind aus Bayern immer wieder Piraten nach Baden-Württemberg gekommen, Unterschriften zu sammeln. Wir haben derzeit in Baden-Württemberg weit über 12.000 Unterschriften gesammelt. Wir werden landesweit zur Wahl antreten, auch dank eurer Hilfe. Und vielen, vielen Dank dafür. Das zeigt, dass Piraten zusammenarbeiten können, wenn wir es müssen. Ich will mich hier auch ein bisschen revanchieren. Ganze 2 Stunden werde ich nicht reden. 16 Minuten waren ursprünglich geplant. Dann habe ich erfahren, wie lange Alex reden wollte. Dann habe ich nochmal 2 Seiten rausgestrichen. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Den Jahresrückblick hält normalerweise der Landesvorsitzende. Da wir in Bayern sind, hätte ich das jetzt eigentlich Seko überlassen. Ich kann auch keinen über Bayern machen. Deshalb rede ich einfach einen Jahresrückblick für Baden-Württemberg. Das ist okay, Baden-Württemberg ist sowieso der beste Landesverband, von daher passt es. Ich verlasse mich da einfach auf die 3-Tage-Regel. Gäste darf man erst nach 3 Tagen schlagen. Ah, verdammt. Ich werde in dieser Rede nicht über Stuttgart 21 reden. Zum einen würde das eine längere Rede, zum anderen ist das Thema S21 ein bisschen ausgelutscht. Es zeigt zwar wunderbar, dass die etablierten Parteien nichts, aber auch gar nichts verstanden haben. Sie spielen weiter das Spielchen, lügt den Wähler an, wer am besten lügt, gewinnt. Die Grünen putschen die Menschen seit 15 Jahren auf, haben es in diesen 15 Jahren aber nicht geschafft, auch nur eine sachliche Diskussion zu führen. Und die CDU wiederholt mantraartig die parlamentarische Legitimation des Projektes. Liebe CDU, parlamentarisch ist nicht demokratisch, aber naja, 60 Jahre lang haben sie es nicht verstanden, mal schauen, ob sie es nächstes Jahr verstehen. Zwar 2010 schaffte Stuttgart übrigens häufiger in die Zeitung als Gorleben, das will was heißen. S21 ist also umstrittener als die Atomkraft. Und über Wasserwerfer und Pfeffersprays will ich jetzt nicht reden, das hat Alex schon getan. Aber wir stehen in Baden-Württemberg kurz vor einer Landtagswahl. Bei dieser Wahl werden die Bürger über vieles entscheiden können, auch darüber, wie sich die Parteien in Stuttgart und anderswo verhalten haben. Ich denke, dass wir am 27.03.2011 feststellen werden, dass wir danach einen anderen Ministerpräsidenten haben. Das ist schön. Und die politische Landschaft im Ländle wird danach anders aussehen als vorher. Aber wie sie aussieht, das kann derzeit wirklich noch niemand abschätzen. Mein persönlicher Tipp ist, dass die CDU die stärkste Partei wird. Danach die Grünen, die SPD entweder relativ dicht drauf oder noch ein bisschen vor den Grünen. Die Linken wissen noch nicht, ob sie landesweit antreten können. Schätzen wir sie mal noch nicht ein. Wir können landesweit antreten, ja? Die FDP kommt gerade so in den Landtag. Nee. Doch, nee. Doch. Und die Piraten werden mehr Stimmen haben als die Gelben. Ich probiere es nochmal so. Gut. Baden-Württemberg ist ein extrem konservatives Land.
Das vergisst man häufig, wenn man in Bayern steht, weil man denkt, hier sei es Konservativste. Ist nicht so. Geht über die Grenze, Baden-Württemberg ist konservativer. Wir haben sehr viele CDU-Stammwähler. Das heißt, der Stimmenanteil, den die CDU haben wird, wird sich nicht wesentlich verändern. Und wenn sie die Diktatur ausrufen, das ist völlig egal, sie haben ihre 33-38% Stimmen. Die Grünen gewinnen mit Aussagen zu S21, sie profitieren vom Bundestrend. Die SPD ist die SPD, dazu kann man nicht viel sagen, vor allem nicht mehr sehr viel, nicht sehr lange. Und auf die FDP will ich eigentlich nicht wirklich schimpfen, denn es ist einfach, es ist langweilig und es ist so langsam auch ein ganz klein bisschen widerlich. Genau. So langsam ist es ein bisschen widerlich, auf die FDP einzutreten, die am Boden liegt und eigentlich schon eine ganze Weile tot ist. Sie fängt an zu stinken und wir sollten sie langsam beerdigen. Die Piraten werden deshalb auch mehr Stimmen kriegen als die FDP. Sie riechen besser. Orange ist eine sehr viel schönere Farbe als Gelb. Und zum Zweiten sind die Piraten in Baden-Württemberg sehr gut aufgestellt. Organisatorisch wurde der Landesverband Ende 2009 bis Mitte 2010 komplett neu aufgestellt. Und das Jahr 2010 hat insgesamt die Reife der Piratenpartei gesehen. Es hat sich vieles verändert bei uns. Es ist vieles gleich geblieben. Ich denke, dass ich auch hier wenig Widerspruch kriegen werde, wenn ich sage, dass die meisten im Raum Mitte 2009 in die Piratenpartei eingetreten sind, oder? Ja, du nicht. Das heißt, die meisten sind anderthalb Jahre dabei und wir haben damit die Geburt der Partei gesehen. Ich weiß, Andi wird mir jetzt gleich widersprechen, aber 2006 wurde die Piratenpartei gezeugt, 2009 wurde sie geboren, 2010, naja, erwachsen geworden ist sie noch nicht, aber sie ist zumindest mal ein bisschen älter geworden, vielleicht auch ein bisschen reifer. 2009 geboren bedeutet aber vor allem, dass wir noch sehr am Anfang stehen. Wir sind eine Partei in der Reifung und jeder von uns kann derzeit am besten beeinflussen, wie die Partei später aussehen wird. Und da ich glaube, dass die Piraten in nicht allzu ferner Zukunft die Politik in Deutschland bestimmen werden, ist es eine sehr spannende Zeit. Wir haben deshalb in Baden-Württemberg auch ein sehr gutes Programm aufgestellt, glaube ich. Ich weiß, auch hier stimmen mir nicht alle Bayern zu, aber das ist in Ordnung. Wir haben zum Beispiel ein visionäres Bildungsprogramm. Ich greife diesen Themenkomplex deshalb raus, weil ich weiß nicht, wie es in Bayern aussieht, aber in Baden-Württemberg wird Bildung derzeit ignoriert. Und dieses Mikro ist irgendwie seltsam. Ja, so irgendwie essen. Ja, jetzt geht's. So, kann man nachher das Mikro abwischen, weil ich bin nicht sicher, ob das jetzt irgendwie nass wird. Bildung ist eigentlich das wichtigste Thema, das es überhaupt gibt, wenn man in die Zukunft schaut. Trotzdem ignorieren es gerade alle. Die CDU hat beschlossen, sie wird zur Wirtschaftspartei. Ist nicht schlecht, die FDP gibt es nicht mehr lange, wir hatten also keine Wirtschaftspartei mehr. Die SPD hatte noch nie ein Bildungsprogramm und die Grünen, ich weiß nicht, ob man es Bildungsprogramm nennen kann, sie selbst nennen es auf jeden Fall nicht so. Auch eine Reform des Wahlrechts steht in Baden-Württemberg auf der To-Do-Liste. Und glaubt mir einfach, wenn ich sage, dass das notwendig ist. Baden-Württemberg hat das unfairste Wahlsystem überhaupt. Für eine Wahlzulassung brauchen wir 10.500 Unterstützerunterschriften, die auch nach der Beglaubigung noch ungültig werden können. Nach den Aussagen der Kreiswahlleiterin in Rottweil, glaube ich, Villingen-Schwenningen, bräuchten wir eigentlich 180 Unterschriften pro Wahlkreis, also irgendwie so 13.000 insgesamt. In Villingen-Schwenningen werden Unterschriften nur dann anerkannt, wenn sie leserlich sind. Ist wirklich so. Die haben uns 40 Unterstützerformulare gestrichen, weil die Unterschrift nicht leserlich war. Haben Sie bei euch wenigstens eine Dienstsiegel drauf gemacht? Die Stadt hat es anerkannt, nur die Kreiswahlleitung nicht. Baden-Württemberg hat kein Informationsfreiheitsgesetz. Wir haben keinen unabhängigen Datenschutzbeauftragten. Okay, dann versuchen wir es nochmal so. Besser? Ja. Gut. Wir haben kein Informationsfreiheitsgesetz, wir haben keinen unabhängigen Datenschutzbeauftragten, wir haben keine Kennzeichnung von Polizeibeamten in Großeinsätzen, wir haben keine sinnvollen Gesetze zur bürgerlichen Mitbestimmung. Übrigens, auch hier sind wir schlechter als Bayern. Ich glaube, Platz 15 von 16 der Bundesländer.
Wir haben überhaupt keine Transparenzgesetze. Wir haben in Baden-Württemberg eigentlich gar nichts. Also zumindest in Landesgesetzen. Von daher glaube ich, dass wir in Baden-Württemberg ein Programm haben, das wir im Landtag dringend brauchen. Und nach der Zulassungserfolge glaube ich auch, dass wir den Einzug schaffen. Und das ist gut so, weil Baden-Württemberg an Platz 4 der Landtagswahlen. 2011 ist ein sogenanntes Superwahljahr und unser Wahlerfolg wird spätere Wahlen positiv beeinflussen. Er wird übrigens auch die Wahl 2013 in Bayern positiv beeinflussen. Von daher ist es in eurem eigenen Interesse, wenn ihr uns helfen kommt. Was ist jetzt ein Superwahljahr? Ich persönlich glaube, dass damit ein Jahr gemeint ist, in dem die Wahlen super Ergebnisse haben. In diesem Fall also den Einzug der Piraten in jedes Parlament, das wir haben. Klassisch wäre aber die Bezeichnung eines Jahres, in dem es viele Wahlen gibt. So eine Wahl ist eine ziemlich schöne Sache, denn eine Wahl erlaubt einer Regierung nicht mehr zu arbeiten. Die Bundesregierung hatte sich nach der Wahl 2009 beispielsweise überlegt, dass sie nichts mehr tun will, weil wir 2010 eine Wahl in NRW haben. Und weil wir eigentlich jedes Jahr irgendwo eine Landtagswahl haben, muss eine Bundesregierung eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Das ist sehr bequem, andererseits ist es auch für die Bürger gut, dann können sie zumindest keinen Scheiß bauen. Landesregierungen haben es da schwieriger. Es gibt meistens nur zwei wichtige Wahlen in der Legislaturperiode, die eigene Abwahl und die Bundestagswahl. Entsprechend muss eine Landesregierung mindestens 3 Jahre lang arbeiten. Was aber ist neben Arbeitsverweigerung der eigentliche Zweck einer Wahl? In einer Wahl kann der Bürger seine Vertreter bestimmen. Idealerweise beteiligen sich möglichst viele Bürger an dieser Wahl. Und natürlich sollten sich eigentlich auch möglichst viele Parteien zur Wahl stellen. Und nach der Wahl sollten diese Parteien auch zumindest in Ansätzen das tun, was sie vor der Wahl versprochen haben. Da haben wir auch schon den ersten Knackpunkt, denn nach der Wahl ist vor der Wahl, da kann man was Neues versprechen. Der Unterschied zwischen Ideal und Praxis ist sehr offensichtlich geworden in den letzten Jahren. Wir haben Wahlbeteiligung nahe 50% und wir haben mit Müntefering einen Spitzenpolitiker, der sagte, eigentlich ist es unfair, wenn die Bürger den Parteien vorwerfen, dass sie ihre Wahlversprechen brechen. Formulieren wir es noch ein bisschen deutlicher. Es gibt derzeit in Deutschland keine einzige Regierung, weder auf Landes- noch auf Bundesebene, die von der Mehrheit der wahlberechtigten Bürger legitimiert ist. Okay, mehr oder weniger jede Regierung hat die Mehrheit der Wähler, aber keine hat die Mehrheit der wahlberechtigten Bürger. Politiker sind traditionell die unbeliebteste Berufsgruppe in der Bevölkerung. Tatsächlich stimmt es seit der letzten Umfrage nicht mehr, neuerdings sind es Gewerkschaftsfunktionäre, aber da Gewerkschaftsbosse eigentlich auch Politiker sind, passt das wieder. Mir als Politiker macht das Sorge. Ich bin Politiker, ich habe ein Amt inne. Der Kern einer Demokratie wird angegriffen, die Legitimierung der Regierung durch die Mehrheit der Bevölkerung und niemanden interessiert's. Genau. Schaut's euch an. Was tut die Regierung, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen? Es gibt immer wieder Politologen, Journalisten, die sagen, ja, Wahlbeteiligung ist schlechter geworden, woran liegt's? Klassische Antwort, naja, die Bürger haben kein Interesse mehr. Ich glaube, dass es schlicht und einfach daran liegt, dass die Bürger keine Alternativen mehr sehen. Es ist egal, wen man wählt. Auf lange Sicht kann es so nicht weitergehen. Etwas muss sich ändern und was sich ändern muss, sollte klar sein. Wir brauchen ein neues Verständnis von Politik, wir brauchen ein neues Verständnis von Demokratie und wir brauchen ein neues Verhältnis zwischen Bürgern und Politikern. Dafür brauchen wir neue Parteien und deshalb freue ich mich auf die Landtagswahlen. Ein Journalist fragte mich mal, ich sage das häufiger, dass wir dafür neue Parteien brauchen, ob das mit den neuen Parteien wirklich so wichtig ist oder ob sich nicht die bisherigen Parteien verändern können. Nachdem ich aufgehört habe zu lachen, habe ich gemeint, dass sie 60 Jahre lang nicht geschafft haben, sich zu verändern. Aber vor allem müssen die Parteien ihr Parteiverständnis ändern. Parteien sind eine Ansammlung von Menschen. Menschen sind Teil der Gesellschaft, Menschen verändern sich. Meint man. Warum gibt es dann einen Generationenkonflikt? Wie entsteht der Effekt, dass das Internet besonders von Jugendlichen genutzt wird, nicht aber von Älteren oder nicht zu vielen Älteren? Es gibt einen Spruch, ich weiß leider nicht mehr, von wem er stammt. Wenn es jemand weiß, würde es mich wirklich interessieren. Was vor deinem 6. Lebensjahr erfunden wurde, das gab es schon immer. Was vor deinem 12. Lebensjahr erfunden wurde, ist hip und neu. Was vor deinem 18. Lebensjahr erfunden wurde, beeinflusst deinen beruflichen Werdegang.
Und was nach deinem 30. Lebensjahr erfunden wird, ist Teufelszeug und sollte verboten werden. Eigentlich dank des Adams, aber es war anders. Es war kein wörtliches Zitat, ich habe es nicht mehr gefunden. Also das wörtliche Zitat ist dank des Adams, Lachs und Zweifel. Okay, ich werde es nachlesen. Steht zu Hause. So ganz beliebig können Menschen sich also nicht verändern. Wenn aber Menschen sich nicht beliebig verändern können, dann können sie auch Parteien nicht beliebig verändern, denn Parteien sind eine Ansammlung von Menschen. Sie sind eine Institution. Sie haben ein festgeschriebenes Programm, sie haben eine Tradition. Sie sollten, zumindest in der Theorie, nach der Wahl das verkaufen, was sie vor der Wahl gesagt haben. Jede Partei hat zu jedem Zeitpunkt mehr Altmitglieder als Neueinsteiger. Nehmen wir mal die Piraten 2009 raus. Altmitglieder wollen eine Diskussion nicht unbedingt neu führen. Das kennt jeder von uns von der Mailingliste. Man kommt neu drauf, hat eine tolle Idee, macht einen Vorschlag, wird angeflaumt, schauen die Archive. Zudem haben etablierte Parteien meist eine sehr feste Hierarchie und eine Reihe von Zwischenschritten, die man durchlaufen muss. Erst die Jugendorganisation, Kreis, Bezirk, Land, Bund. Diese Entwicklung braucht Zeit. Und damit brauchen neue Ideen in Parteien immer Zeit. Daraus folgt, dass Parteien immer der Gesellschaft hinterherhinken. Die einzige Möglichkeit, gesellschaftliche Entwicklungen aktuell in die Politik zu bringen, ist es, eine neue Partei zu gründen, eine neue Partei aufzubauen, den Zeitgeist aufzunehmen. Wir sehen dies bei den Grünen. Sie sind entstanden aus den Grabenkämpfen der 70er Jahre, geprägt von den 68ern, und sie haben sich seitdem nicht mehr fortentwickelt. Sie stehen immer noch in diesem Konflikt, und sie haben 30 Jahre der gesellschaftlichen und vor allem der technischen Entwicklung verschlafen. Und deshalb brauchen wir neue Parteien, deshalb brauchen wir die Piraten. Welche andere Partei würde so offen streiten, wie wir das tun? Welche andere Partei ist so heterogen? In welcher anderen Partei muss ich mich dafür verteidigen, wenn ich in einem Anzug zu einem Parteitreffen komme? Versteht mich hier bitte nicht falsch, ich finde das sehr gut, unter anderem deshalb, weil ich nicht gerne Anzüge trage. Das wollt ihr nicht. Ich finde es eigentlich sogar extrem gut und ich rechtfertige mich eigentlich auch immer gerne, wenn ich als Landesvorstand eine Entscheidung getroffen habe. Vielleicht werde ich den Job dann irgendwann noch wieder los. Ich bin sehr froh, dass man bei den Piraten keine Hybris entwickeln kann. Wir brauchen keinen Sklaven, der hinter uns steht und sagt Memento Mori. Das geht ganz von alleine. Und diesen Anspruch müssen wir uns als Partei bewahren. Dieses Selbstverständnis müssen wir uns bewahren. Ich glaube zwar, dass die Piratenpartei so vielschichtig ist, dass wir gar nicht anders können, als das beizubehalten, aber ich glaube, wir sollten wirklich uns bewusst klar werden, dass das wichtig ist und dass wir das brauchen. Dann können wir vielleicht auch in 30 Jahren noch die Politik beeinflussen, aber auf jeden Fall die Politik der nächsten 30 Jahre nehmen. Wir wollen nicht nur das Spiel gewinnen, das die Parteien spielen, wir wollen die Regeln verändern. Und das unterscheidet uns von allen anderen. Ich hoffe und ich glaube, dass uns das gelingt. Dafür haben wir allerdings noch sehr viel Arbeit vor uns. Dafür müssen wir lernen, als heterogene Partei zu arbeiten. Nicht nur gegeneinander, sondern miteinander. Wir müssen unsere Organisation auf eine professionellere Basis stellen. Wir müssen konstruktive Diskussionen über Streit stellen und wir müssen lernen, besser Politik zu gestalten. Wir müssen unsere Kommunikationsstrukturen optimieren, unsere Wissensverwaltung einsteigerfreundlicher machen, neue politische Herausforderungen annehmen. Wir müssen Inhalte entwickeln und diskutieren. In Bayern habt ihr hier großes Glück, euch stehen die schwierigsten Herausforderungen noch bevor. Ihr habt noch 2 Jahre lang Zeit, euer Landtagswahlprogramm zu gestalten. Nützt diese Zeit. Ihr braucht diese Zeit. Ihr könnt die Diskussion nicht mit einem Thema anfangen. Ihr müsst euch erstmal im Klaren darüber werden, wie ihr Themen überhaupt bearbeitet. Ich sage es euch aus der Erfahrung, es ist nicht so einfach, man führt diese Diskussion häufig. Baden-Württemberg wird euch bei eurem Wahlkampf 2013 dann sicher gerne helfen. Ich bin sicher, dass Bayern uns auch noch helfen wird. Das ist übrigens ein dezenter Aufruf. Ihr dürft klatschen und alle versprechen, dass ihr rüberkommt und helft. Baden-Württemberg. Ja, ich möchte mich hier nicht verkaufen, ich möchte nicht lügen, nur um irgendwie gut anzukommen. Du bist doch kein Politiker. Ich weiß, ich muss noch lernen. Mach die Kameras aus und
Also wenn man die Kameras ausmachen, kann ich auch was anderes sagen. Aber mit angeschalteten Kameras geht das nur so. Egal ob in Bayern oder in Baden-Württemberg oder ja, auch in Bayern und Baden-Württemberg mit dem Bund, wir müssen lernen, besser zusammenzuarbeiten. Ich denke, wir schaffen das. Und ich bin mir sogar sicher, dass wir das schaffen, weil wir es auch schaffen, dass ein Schwabe in Bayern eine politische Rede halten kann. Wenn wir das schaffen, dann können wir auch die Politik in Deutschland langfristig und nachträglich verändern. Wir verändern Regeln, wir verändern die Inhalte. 2011 in Baden-Württemberg, 2013 in Bayern, vermutlich 2012 im Bund, mal schauen, wie lange es noch hält. Mein Name ist Sebastian Nerz, ich bin stolz darauf, Pirat zu sein und jetzt endlich fertig.